Also wir wollen die Pünktlichen nicht bestrafen und auch wirklich pünktlich beginnen. Der Abend kann sich ja dann in die Länge noch hinausdehnen. Wir haben ja nachher noch ein bisschen Zeit. Ich sage herzlich willkommen, schönen guten Abend und ich freue mich ganz besonders, dass wir zum ersten Mal bei einem Clubabend Magister Michael Schickhofer, unseren Landeshauptmann-Stellvertreter, begrüßen dürfen. Herzlich willkommen bei uns. Und es ist, glaube ich, ein sehr gut gewählter Zeitpunkt, um so quasi dann in die, unter Anführungszeichen, politische und terminliche Sommerpause zu gehen, auch seitens des Presseclubs. Dann gibt es ja wirklich dann nur mehr, unter Anführungszeichen, unser Sommerfest am kommenden Donnerstag, das den Abschluss bilden wird. Und dann im Herbst, der Auftakt sollte dann mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer sein. Deswegen freue ich mich, dass wir eben unser politisches Halbjahr mit Ihnen abschließen können. Es war ein sehr spannendes Jahr für uns alle, für Sie ganz speziell. Wenn ich ganz kurz ein paar Daten heranziehe, Juni 2015, die Übernahme unter Anführungszeichen der steirischen SPÖ, dann gleich darauf der Eintritt in die Zukunftspartnerschaft als Landeshauptmann-Stellvertreter an der Seite von Landeshauptmann Schützenhöfer. Im Jahr 2016, im Jänner 2016, dann die Wahl zum Landesparteivorsitzenden und jetzt vor, kann man schon sagen, wenigen Tagen auch zum stellvertretenden Bundesparteiobmann. Sehr viel passiert auf politischer Ebene, sehr viel aber auch passiert im Land an Rahmenbedingungen, die es gegeben hat. Ich denke, ganz speziell überschattet das Vorjahr von der Amokfahrt in Graz, die Flüchtlingskrise. Wenn wir dann weiterschauen, die Krise in der SPÖ, der Kanzlerwechsel, die Schlappe unter Anführungszeichen oder den schlechten Ausgang der Bundespräsidentschaftswahl im ersten Wahlgang und jetzt die Wahlwiederholung. Es ist viel, viel passiert. Das heißt, für jemanden, der in neuen Funktionen ist, unter Anführungszeichen, war das sicherlich kein Schongang. Ja, meinen wunderschönen guten Abend. Ich arbeite sehr gern für die Steirerinnen und Steirer und das war dann damit ein Motivationsschub über das ganze Jahr hindurch, auch die eine oder andere Krise zu meistern. Mir war klar, als ich die Funktion als Katastrophenschutzreferent übernommen habe, dass es ganz wichtig ist, auch in schwierigen Situationen, seien es jetzt im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, mit der wirtschaftlichen Situation, Ruhe zu bewahren, die Dinge zu analysieren, aktiv zuzuhören und dann die notwendigen Handlungen zu setzen. Dass das in dieser Intensität dann nach der Amtsübernahme so rasch gegangen ist, war auch für mich fordernd, das gebe ich absolut zu, vor allem die Amokfahrt, die dann kurz nach der Amtsübernahme da war. Ich habe mich nicht einarbeiten können als Katastrophenschutzreferent, habe aber Gott sei Dank aufbauen können auf Rettungs-, auf Einsatzorganisationen, auf ein Team im Katastrophenschutz, das wirklich hervorragend gearbeitet hat und man hat an dem Tag schon gemerkt, was die Steirerinnen und Steirer ausmacht, nämlich dass man im Notfall zusammenhilft. Das haben ganz viele Grazerinnen und Grazer aus den Regionen heraus sofort geholfen und waren da, ob das Ärzte waren, ob das Krankenschwestern waren. Aber es war natürlich schon ein Start, der einem sehr, sehr zu denken gibt. Ein Jahr später bin ich froh, dass in der Sozialdemokratie alle Kräfte gebündelt sind. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, einfach unsere Gestaltungskraft in der Steiermark in unseren Ressourcen zu nutzen. Wir haben eine sehr konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit in der steirischen Landesregierung. Ich halte es gerade in sehr unsicheren Zeiten jetzt in Europa und in Österreich für sehr wichtig. Wir waren gemeinsam gefordert bei der Flüchtlingskrise. Jetzt kann ich sagen, ich habe selbstverständlich als Katastrophenschutzreferent im Hintergrund auch immer Pläne ausgearbeitet, wie man weitere Kapazitäten an Hallen zur Verfügung stellen kann im Notfall. Bin aber sehr froh, dass man am Ende des Tages die Situation doch einigermaßen gemeistert hat, wobei die Aussage, es muss sich anständig was ändern in Österreich, auch damit zu tun hat, dass dort die Zusammenarbeit zwischen Innenministerium und Verteidigungsministerium zurückhaltend formuliert
sehr schlecht funktioniert hat, im Endeffekt nie gemeinsam geübt, trainiert worden ist. Ich bin jetzt extrem froh, auch wieder eine Zeit lang später, und wir haben uns da auf allen Ebenen dafür eingesetzt, dass es jetzt einen Sobotka-Doskozil-Kurs gibt, dass Innenministerium und Verteidigungsministerium gemeinsam arbeiten für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher. Das ist überhaupt das Grundbedürfnis, also das war sicher eine der größten Verletzungen, die es im letzten Jahr gegeben hat, dass die Bevölkerung nicht mehr gewusst hat, können wir uns sicher fühlen oder nicht. Die Exekutive hat das besser im Griff gehabt, als man das oft wahrgenommen hat. Ich war selbst damals auch beim Durchbruch dabei. Bundesheer, Polizei waren sofort im Einsatz. Aber es gibt jetzt schon einen Funken Hoffnung, und wir fühlen uns, glaube ich, alle besser, dass man weiß, Polizei und Bundesheer arbeiten nicht nur auf steirischer Ebene gut und sinnvoll zusammen, sondern Polizei und Bundesheer arbeiten auch auf österreichischer Ebene für die Sicherheit der Bevölkerung. Das waren zwar prägende Ereignisse. Meine persönliche Schwerpunktsetzung in diesem ersten Jahr ist ganz klar auf der Standort- und Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik gelegen. Mir war es wichtig, auch zu Beginn zu sagen, wir müssen diese Krisen meistern. Wir müssen aber ganz stark darauf schauen, wie schaffen wir es möglichst rasch, dass die Wirtschaft wieder voll Fahrt aufnimmt. Wie können wir Arbeitsplätze schaffen und garantieren? Und ich habe deswegen gesagt, der Regionalpolitik ist absolute Priorität einzuräumen. Wir haben ein Programm mit 100 Millionen für die steirischen Regionen aufgestellt. Wir haben es geschafft, wieder Herr im eigenen Haus zu werden bei der Energie Steiermark, was total wesentlich dafür ist, dass wir jetzt, ohne dass man mit den Franzosen vorher reden muss, investieren kann. Ob das jetzt auf der Handalm ist mit weit über 25 Millionen Euro, ob das jetzt das Murkraftwerk sein wird. Also wir haben insgesamt über die Energie Steiermark jetzt vorbereitet ein Investitionsprogramm über 600 Millionen Euro. Wir haben 30 Millionen an Verkehrsinvestitionen ins Jahr 2015 vorgezogen, und es ist uns gelungen, im Jahr 2016 gemeinsam Bund und Land 730 Millionen Euro zu investieren in Straße und Schiene. Und wenn man jetzt da wieder eine Zeit lang später schaut und die neueste Meldung sieht, dass erstmals die Arbeitslosigkeit nach 5 Jahren wieder zurückgegangen ist, dann zeigt sich doch, wie wichtig es ist, dass man aktiv und konsequent Politik betreibt, ob das im Bereich Arbeit und Beschäftigung ist. Das geht nicht von heute auf morgen. Da braucht es auch das Bekenntnis zu investieren, die notwendigen Handlungen zu setzen, beispielsweise bei der Energie Steiermark oder diese Flüchtlingskrise, die wir gemeinsam bewältigt haben, wo es notwendig war, auch die Teams neu aufzustellen. Und wenn ich von Teams neu aufstellen rede, dann war es natürlich für mich auch mit entscheidend, dass wir uns in der Stadt Graz neu aufgestellt und neu positioniert haben. Wir haben da mit dem Michi Ehmann einen neuen Spitzenkandidaten. Wir haben uns in der steiermärkischen Landesregierung mit einem jungen, dynamischen Team gänzlich neu aufgestellt. Ich bin stolz darauf, auch ganz aktive Frauen mit in der Landesregierung zu haben, mit der Doris Campus, mit der Uschi Lackner. Und bei den Frauen zu bleiben, wir haben auch die Einzigartigkeit, erstmals eine weibliche Mehrheit im Landtagsclub zu haben und im Nationalratsclub zu haben. Und ich kann nur sagen, das ist für die inhaltliche Politik total wichtig und wesentlich. Und Sie kennen alle mein Engagement nach der Bundespräsidentenwahl, wo ich gesagt habe, man kann da wirklich nicht zur Tagesordnung übergehen. Es braucht österreichweit eine Veränderung. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht reicht, als Steirer einfach nur zu schimpfen, sondern wir müssen schauen, dass wir Veränderungen auch wirklich herbeiführen. Und das ist gelungen mit einem neuen Bundeskanzler Christian Kern. Und es freut mich, dass jetzt auch Christian Kern und Reinhold Mitterlehner eine klare Schwerpunktsetzung auf die Wirtschaftspolitik, auf die Standortpolitik gelegt haben, weil das für die nachhaltige Absicherung des Erfolgsstandortes Österreich für absolut entscheidend halte. Und vielleicht dazu noch ein wichtiger und ganz aktueller Punkt. Sie wissen, die Entwicklung der steirischen Regionen liegt mir absolut am Herzen. Die steirische Industrie liegt mir absolut am Herzen.
Ich war gerade vorher bei der Firma Sappi und es ist gelungen, in über 700 Gesprächen mit den steirischen Gemeinden in Abstimmungen in allen 7 Regionen 30 Millionen zusätzliche Quadratmeter Industrieflächen für die Steiermark jetzt freizugeben. Also die steirische Landesregierung und ich als zuständiger Referent für die Regionalentwicklung möchte, dass die Industrie in der Steiermark investiert. Wir stellen dafür 30 Quadratkilometer beste Industriefläche zur Verfügung. Das ist genau diese notwendige Entwicklung an der Büren-Schober-Achse, an der Baltik-Adriatischen Achse. Und was ganz wichtig ist, das ermöglicht uns auch, Verfahren so schnell abzuwickeln, dass wenn Industriebetriebe sagen, sie investieren in der Steiermark, dass wir dann auch zügigst die Flächenwidmungen umsetzen können, dass Betriebsansiedlungen möglich sind und dass damit Jobs generiert werden. Und wir werden das Ganze begleiten mit einer Ausschreibung zur Standortentwicklung. Das heißt, aus den 100 Millionen für die steirischen Regionen werden wir 12 Millionen in die Standortentwicklung investieren. Ich halte es für absolut entscheidend, ob das Projekt vom Abbruch zum Aufbruch in Veitsberg, jetzt in Eisenerz, wo wir die neuen Schanzenanlagen eröffnen werden, oder 300 zusätzliche Gästebetten. Wir werden das Cargo Center in Graz mit industriellen Flächen begleiten, den Westbahnhof in Deutschlandsberg, also in der Weststeiermark, und dann insbesondere auch in Kapfenberg investieren, weil da geht es uns natürlich gemeinsam darum, dieses 300 Millionen Euro Investment, das die Föst in Aussicht gestellt hat, auch wirklich abzuholen. Und wir haben jetzt erst ein Gespräch mit dem Föst-Chef gehabt. Der hat gesagt, wichtig ist, dass die Verfahren schnell gehen. Das werden wir gewährleisten mit den entsprechenden Flächen, dass man die Bürokratie abbaut. Das ist ein klarer Auftrag, den ich gemeinsam mit dem Toni Lang im Herbst da wahrnehmen werde, dass wir die Raumordnung so vereinfachen, so beschleunigen, damit Betriebsansiedlungen rasch möglich sind. Das ist einfach entscheidend für die Regionalpolitik. Wir können uns nicht mehr leisten, 1,5, 2, 3 Jahre lang Verfahren durchzuführen. Wenn Unternehmen Aufträge bekommen, dann müssen sie innerhalb von 7, 8 Monaten zum Produzieren anfangen und dementsprechend rasch müssen die Verfahren sein. Und das steht also unter dem Titel, warum ich gesagt habe, ich möchte die Steiermark organisieren wie einen Industriebetrieb. Das heißt, nicht vom Ziel her. Das Ziel in der Politik ist immer, das Gemeinwohl zu optimieren und nicht auf Gewinn abzuzielen. Aber ich möchte die Steiermark so effizient organisieren wie einen Industriebetrieb. Und dazu gibt es jetzt auch schon eine enge Zusammenarbeit mit dem Finanzvorstand von Magna Steyr, der mit meiner Finanzabteilung gemeinsam darauf arbeitet, dass wir in allen Abteilungen Controller schulen und bilden, damit das auch wirklich von den wirtschaftlichen Abläufen her gut funktioniert. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, weil das immer so stark diskutiert wird. Die Steiermark ist das einzige Bundesland, wo wir die Flüchtlingsunterbringung um 19 Euro pro Tag organisieren. In anderen Bundesländern sind es 21 Euro. Und wir versuchen das in der entsprechenden Qualität noch kostengünstiger zu machen. Also wir haben uns 3 Dinge vorgenommen in der Landespolitik. Einerseits den Standort zu stärken. Das ist gelungen, jetzt vor allem mit diesen 30 Quadratkilometern zusätzlicher Industriefläche, aber auch beispielsweise mit dem Ausbau des FH-Standortes hier in Graz oder dem Zentrum am Berg in Eisenerz. Also das waren wirklich umfassende Investitionen, was am Spielbergring passiert ist jetzt. Dann Investitionen und Begleitmaßnahmen haben wir alle erlebt. Das zweite Wesentliche für uns, was wir uns vorgenommen haben, ist die Lebensqualität der Steirerinnen und Steirer zu erhöhen, zu stärken. Das ist insbesondere gelungen durch einen ganz massiven Ausbau der Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen mit über 4000 Plätzen, die wir in der Steiermark geschaffen haben. Und mittlerweile haben wir die Ganztagesschule in der Hälfte der Standorte in der Steiermark, also durchaus Schritte, die sich sehen lassen können und vor allem in Industriebetrieben wieder, weil das ganz wichtig ist, dass Arbeitsplatz und Kinderbetreuung miteinander kombiniert werden, haben wir ganz massiv ausgebaut, beispielsweise am Standort bei der Föst,
Wir haben bei der Magna einen Betriebskindergarten eingerichtet. Wir haben einen Betriebskindergarten in, Bar haben wir und dann haben wir noch bei Knapp haben wir, also wir haben Betriebskindergärten eingerichtet bei Knapp, bei der Föst, bei der Magna, also wichtige Schritte in Richtung Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und der dritte Punkt, der uns im letzten Jahr ganz intensiv beschäftigt hat, waren die Finanzen. Ich habe dort ganz klar gemacht, dass wir mit Maastricht-Fetischismus allein nicht weiterkommen. Wir brauchen Investitionen in der Steiermark. Das war der Grund, warum der Hermann Schützenhöfer und ich nach Brüssel auch zum Kommissionspräsidenten, zum zuständigen Kommissar für Regionalentwicklung gefahren sind, weil wir gesagt haben, wir müssen diese EU-Buchhaltungsregelungen so abändern, dass Länder, Gemeinden wieder investieren können. Das ist die Problematik mit der Abschreibung. Jeder Heiselbauer finanziert auf 20 Jahre, jedes Unternehmen finanziert auf 20 Jahre. Aber wenn der Staat, wenn die Gemeinden, die Länder etwas bauen, dann wird das sofort schlagend und belastet das Haushaltsergebnis und das hemmt natürlich die Investitionen. Wir haben das niedrigste Zinsniveau in ganz Europa, das wir jemals gehabt haben, aber wir haben es im Gegensatz zu den Amerikanern geschafft, dass man uns solche Regelungen gegeben hat, dass man dann nicht investieren kann, durch die Maastricht-Regelungen für Länder und Gemeinden und durch Basel III im Bereich der Klein- und Mittelbetriebe. Das war eines der wichtigen Ziele und das ist natürlich dann auch höchst relevant, würde ich das, was die Steiermark investiert, auf 20 Jahre abschreiben und das buchhaltungstechnisch zulassen, hätte man auf einmal schon einen Haushaltsüberschuss. Also so leicht sind die Probleme wirtschaftlich natürlich nicht zu lösen, aber mir ist es in dem Rahmen einmal wichtig zu sagen, es kommt halt darauf an, welche Buchhaltungsregelungen habe ich und würde ich welche einführen, so wie bei Unternehmen, würde vieles anders ausschauen und vor allem ist es betriebswirtschaftlich eigentlich logisch, dass man bei so einem niedrigen Zinssatz investiert und nicht weiter abwartet. So viel einmal zu dem ersten Jahr. Das, was uns in den nächsten Monaten ganz intensiv treffen wird, sind die Finanzausgleichsverhandlungen. Ich soll da schon einen kurzen Ausblick gleich geben, weil dann können wir gleich direkt in die Diskussion einsteigen. Ich will, dass wir im Bereich der Finanzausgleichsverhandlungen ganz massiv einen Zahn zulegen. Ich habe mir heute die ganzen Unterlagen angeschaut, da ist auf der Oberfläche bis jetzt sehr viel diskutiert worden, aber Finanzausgleichsverhandlungen kann man nur in der Tiefe führen, weil natürlich jedes Land wissen möchte, was bleibt unterm Strich übrig. Ich habe ganz klar gesagt, ich erwarte mir vom Bund, dass jene Maßnahmen abgegolten werden, die der Bund gesetzt haben und die Gemeinden und die Länder jetzt bezahlen müssen. Es ist aus meiner Sicht überhaupt nicht gerechtfertigt, dass der Bund beschließt und Länder und Gemeinden müssen dann entsprechend bezahlen. Das trifft uns zum Beispiel beim Ärztearbeitszeitgesetz mit weit über 30 Millionen Euro allein in der Steiermark. Das sind aber auch die Steuerreformen, also das ist eine ganze Vielzahl an Maßnahmen. Das geht weit jenseits von 500 Millionen Euro in Summe rein, durch das die Länder und Gemeinden zusätzlich belastet worden sind seit dem Abschluss des Finanzausgleichs 2008. Mir ist auch ganz wichtig, dass Länder und Gemeinden Reformpartner für Österreich sind. Also uns, dem Hermann Schützenhöfer und mir, aber auch den anderen Ländern ist bewusst, dass wir Österreich neu organisieren müssen. Wenn du 9 unterschiedliche Regelungen hast in den Ländern und dann ist für die ein und dieselbe Aufgabe auch noch die Gemeinde ein bisschen zuständig, das Land ein bisschen zuständig und der Bund ein bisschen zuständig, dann ist das höchst ineffizient und um es auch da ganz offen zu sagen, mir geht es ja nicht darum, ob jetzt gerade eine Gemeinde, das Land oder der Bund eine Zuständigkeit hat, sondern es geht darum, wie können wir die Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger am besten, am qualitätsvollsten und am effizientesten erbringen, weil die Menschen brauchen ja Kinderbetreuung, ob die jetzt von der Gemeinde, vom Land oder vom Bund organisiert werden, ist für die Betroffenen und für die Kinder nicht zentral. Und ich möchte jetzt einfach diese Anstöße in den nächsten Wochen geben, dass man sie vor allem an den Österreicherinnen und Österreicher, an den Steirerinnen und Steirern und deren Bedürfnisse orientiert und auf Basis dessen den Finanzausgleich aufbaut und nicht hin und her schiebt, wer hat welche Kompetenzen und Zuständigkeiten.
Momentan schätzt das Finanzministerium selbst, dass durch dieses Herumschicken von Geld über die einzelnen Ebenen, die Kontrollinstanzen, an die 150 Millionen Euro verloren gehen jedes Jahr. Und da sage ich ganz offen, diese 150 Millionen Euro sollte man eher für die Kinderbetreuung, für die Gesundheitspolitik, für die Sozialpolitik einsetzen, als für ein Geld hin und her schieben zwischen den verschiedenen Ebenen. Ich wünsche mir auch, weil mir klar ist, dass man 500 Millionen nicht so leicht aufstellen wird, dass man noch einmal über gesetzliche Regelungen nachdenkt. Wie kann ich das Arbeitszeitgesetz pragmatischer regeln? Wie kann ich im Bereich des Denkmalschutzes etwas machen, weil der belastet vor allem kleine Gemeinden, Regionen oft ganz massiv? Um das zu sagen und auch klarzustellen, ich will nicht die Altstadt von Graz irgendwo vom Denkmalschutz befreien, weil das halte ich für absolut wichtig, gleich wie für das Gebäude oder das Goldene Dachl oder ein Museum in Wien, aber dass das Gemeindeamt in Anger unter Denkmalschutz steht und die neue Mittelschule in Weiz, 70er Betonbau, der nicht wirklich gut funktioniert, das versteht ehrlich gesagt kein Mensch. Das bedeutet aber, wenn du das Gebäude sanierst, ein Mehraufwand von 1 Million Euro und das kann es aus unserer Sicht nicht wirklich sein. Und das sind so die Themen, die man sehr pragmatisch ansprechen muss, die Länder und Gemeinden treffen. Und was ich auch mal abschließend errate, ich kämpfe für alle Länder und Gemeinden in Österreich, das ist absolut klar gegenüber dem Bund. Aber ich erwarte mir im Gegenzug auch die Solidarität und die Loyalität der anderen Bundesländer, weil die Steiermark im Finanzausgleich derzeit unfair behandelt ist. Sowohl die steirischen Gemeinden als auch das Land kriegt in Relation zu den anderen Bundesländern viel zu wenig. Und am Ende des Tages, wenn man mit dem Bund verhandelt hat, braucht es auch in diesen Bereichen mehr Fairness. Wir Steirerinnen und Steirer sind ja ganz konstruktive Partner, aber am Ende des Tages müssen wir dann auch fair behandelt werden, damit man Reformen umsetzen kann. Und wie gesagt, dieses erste Jahr war ein sehr, sehr intensives. Ich habe die Arbeit genossen. Ich war vielleicht manchmal richtig euphorisch bei dem, was ich getan habe, aber das gehört einfach dazu, dass man Politik, wenn man das so richtig aus dem Herzen heraus macht, auch mit Leidenschaft betreibt. Ich versuche einfach, die Lebenssituation der Steirerinnen und Steirer zu verbessern, für Österreich einen Beitrag zu leisten, aktiver in der Bundespolitik mitzumischen. Ich halte es für total wichtig. Schimpfen allein bringt nichts. Man muss was verändern, nur dann verbessert sich die Situation der Menschen. Und das ist mein Ziel. Danke. Eine Euphorie, die auch ihren Niederschlag gefunden hat in den Zeugnissen, die verteilt wurden, der Zeitungsredaktionen. Da war die Euphorie nicht immer ganz so positiv ankommend, aber sie ist auf alle Fälle aufgefallen. Ich glaube, das waren jetzt sehr, sehr viele Punkte aus dem vergangenen Jahr und auch schon in die Zukunft schauen. Da kann man vorstellen, dass es viel Diskussionsstoff geben wird. Und ich würde vorschlagen, wir starten gleich mit der Fragerunde.